Boah, bin ich gerade durch. Ich möchte den Versuch wagen, von Köln bis Paris mit dem Rad zu fahren. Das Ganze in 24 Stunden, ohne Schlaf und komplett alleine. Es ist einfach so unglaublich kalt. Ihr werdet mich sehr wahrscheinlich leiden sehen, denn dies wird die längste Radtour meines Lebens. Es ist genau 1:30 Uhr. Wir stehen an unserem Startpunkt hier am Kölner Dom und hoffentlich sind wir in spätestens 24 Stunden dann in Paris am Eiffelturm. Ganz ehrlich, ich bin richtig, richtig aufgeregt. Habe auch schon ein bisschen Angst vor dieser ganzen Nachtfahrt. Freue mich aber auch, mal wieder so eine Herausforderung anzugehen und würde sagen, lasst uns lostrampeln, erstmal raus aus Köln. Kilometer später und wir sind schon draußen in der Natur. Ach, schön, dass wir diesem Stadtstress entkommen. Die erste Stunde ist jetzt auch vorbei. Aktuell passiert auch noch nicht so viel, außer halt, dass hier richtig starker Gegenwind ist. Da hinten rechts, kannst du jetzt nicht gut sehen, ist der Tagebau Hambach. Das sieht schon gewaltig aus bei Google Maps. Sehen wir nur aus der Ferne und ja, machen so unsere Meter. Ich habe hier gerade so viele rote Ampeln, das ist so nervig. Man fährt 5 Meter, kann anhalten, 5 Meter fahren, anhalten. So wird das nichts mit schnell pushen. Zurück im Grün, Leute. Das ist doch schöner als in der blöden Stadt. Das war eine Abfahrt für die Seele. Wir sind jetzt hier an einem Supermarkt. Und werden jetzt auch auf jeden Fall Essen kaufen und direkt mal was reinziehen, weil ich weiß nicht genau, wie lange hier Supermärkte etc. aufhaben. Und eine Regel bei diesen Long Distance ist ja, Sachen sofort erledigen. Und ich kaufe dann lieber jetzt was und esse das, als dass ich meine Vorräte schon anfange anzuknabbern. Aktuelle Ausbeute, Hummus, Ladung Vollkornbrot, so ein Salami-Apparat, Snack und eine Banone. Ja, und vielleicht fragst du dich ja auch, wieso eigentlich das Ganze ist doch voll stressig. 500 Kilometer, 24 Stunden auf diesem Bock zu sitzen, sich da einen abzustrampeln. Aber ich habe irgendwie voll die Faszination fürs Radeln. Aus eigener Kraft irgendwie solche Distanzen zu schaffen, finde ich völlig faszinierend. Und da auch immer wieder sich selbst zu challengen, weil ich mich halt selbst zu challengen, ob ich das kann, ob ich das schaffe, wie weit ich komme und so. Das macht mir einfach gewaltig viel Spaß. Das hier ist jetzt auf jeden Fall für mich auch Next Level. Das wird die weiteste Distanz, die ich je gefahren bin. Vielleicht auch die weiteste, die ich jemals fahren werde. Je nachdem, wie es mir nach dieser ganzen Nummer hier geht. Jetzt gerade ist auf jeden Fall immer noch alles easy, alles entspannt. Zum Kilometer schrubben gibt es nichts Besseres, tatsächlich, als an Bahntrassen vorbeizufahren. Best noch über so eine alte Bahntrasse hier. Die sind top gemacht, bestens geteert. Da liebt man. Ich habe zwar kein Länderschild gesehen, aber ich glaube, wir sind in Belgien angekommen. Damit Deutschland verlassen. Jetzt geht es einmal durch Belgien durch. Der nächste große Abschnitt. Ich habe auf jeden Fall hier eine neue steilste Straße gefunden. Mal einmal zum Hochblicken. Also die macht den steilsten Straßen Deutschlands auf jeden Fall Konkurrenz. Ah, es war jetzt immer angeschoben. Ich stehe kurz vor dem ersten Gran Fondo, vor dem ersten Kilometer. 170 Kilometer geht es jetzt durch Belgien. Okay, Leute, weiter geht's. Hilft ja alles nichts, ne? Ich habe mit mir ausgesucht, das ist auch durchziehen.
war jetzt hier eine relativ zügige Fahrt durch die Stadt. Aber ganz ehrlich, Leute, so richtig gefallen hat mir das jetzt hier nicht. Hier jetzt gerade mal der erste richtige Anstieg. Gut steil. Und da merkt man dann schon, dass der erste Gang ein bisschen leichter sein könnte. Und dass halt echt das Fahrrad schwer beladen ist. Boah, und dabei reden, das ist doch richtig platt. Mittlerweile ist es dann auch 10 vor 9. Es ist Abend, wir sind mitten in der Golden Hour. Es ist ruhiger in den Dörfern. Die Leute sind, wenn, dann am Abendessenstisch oder gucken Fernsehen. Das sehe ich aber wieder, wenn ich in die Häuser so ein bisschen reinsneake. Wir kommen bisher ganz gut voran. Wie gesagt, meinen 20er-Schnitt schaffe ich nicht ganz, bin ein bisschen runter. Wir sind bei Kilometer 132. In Summe fühle ich mich aber noch sehr, sehr gut. Habe aber schon ein bisschen Sorge vor der Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie man das bekommt. Und ein Problem, was ja auch aufkommt tatsächlich, ist, dass wir von Dorf zu Dorf fahren. Ich habe jetzt schon wirklich länger keine Tankstelle mehr gesehen, wo ich zum Beispiel einfach wieder Wasser holen kann. Das könnte natürlich ein richtiges Problem werden. Sonst muss ich natürlich immer irgendwie klopfen oder mal nachfragen, ob ein Nachdem die Leitungswasser für mich hat. Aber das wäre jetzt auch schon ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben. Deswegen Daumen drücken. Boah, langsam wird's kalt. Wir fahren jetzt auch in die nächste kleine Stadt. Da gibt es hoffentlich noch mal was zu trinken. Ansonsten muss ich wirklich irgendwen fragen, den ich vielleicht sehe. Und was ich da auf jeden Fall mache, ist mich dick anziehen. Drückt mir die Daumen. Ja, was sehe ich da? Was sehe ich da? Der funktioniert nicht mehr. Ja, in Panne. Ach, Mist, 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 Mist. Oh, Schmier. Nee. Toll. Kann man so Sachen waschen, aber ich kriege hier nichts zu trinken. So eine Kacke. So, angezogen bin ich. Ich hoffe, dass das reicht. Mehr habe ich, oder ich habe sonst nur noch meine Ersatzkleidung. Ich meine, im Notfall, bevor ich mir komplett einen wegfriere, ziehe ich das natürlich auch noch an. Jetzt, gerade in dieser Sekunde, ist mir noch richtig, richtig kalt. Ich hoffe, dass das jetzt beim Trampeln auch wieder ein bisschen löst. Und ja, wenn wir irgendwas finden, wo wir Wasser auffüllen können, wäre das natürlich wirklich vom Allerfeinsten. 10 Uhr. Sagen wir jetzt noch so, wahrscheinlich noch so eine Stunde hell und dann wird's freudig. Lasst uns weiterfahren, Leute. Hier ist ein Automat. Ich habe tatsächlich noch 1,70 Euro und da kriegen wir eine Cola. Scheiße. Sorry. Il est souvent en panne, mais vous avez un petit magasin ici plus loin. Er hat mir jetzt wirklich weitergeholfen. Er sagte, 100 Meter weiter rechts ist ein Geschäft. Da ist noch was. Ist natürlich richtig gut. Das Geschäft hat mir natürlich jetzt hier richtig den Arsch gerettet. Halb Liter, ein bisschen mehr haben wir noch. Jetzt füllen wir nochmal auf, nochmal anderthalb. Dann haben wir 2,5 Liter Wasser, einen halben Liter Cola, einen halben Liter Y-Food. Also solide, ja, 2,5 Liter, 3,5 Liter Flüssigkeit. Und Essen bin ich noch gut, ey. 2 Riegel, ich habe noch Chips, ich habe noch Brot, ich habe noch Hummus. Ich habe mir jetzt gerade nochmal so Salami-Snacks nochmal geholt. Das ist kein Problem. Geil, wir sind richtig gut gewappnet für die Nacht. Das Einzige, was ein bisschen wirklich ein Punkt ist, es ist alles andere als warm. Ja, jetzt wird's tough. Es ist kalt, es ist dunkel. Das war's mit der Sonne. Es ist 11 Uhr, ab jetzt wird's tough. Dunkelheit und Kälte sind jetzt der Gegner, 2 eklige Gegner, und die werden uns auch sehr wahrscheinlich dann jetzt bis 6 Uhr morgens begleiten. Das heißt, 7 Stunden werden jetzt eklig. Dadurch, dass es so kalt ist, heißt es halt einfach,
trampeln, trampeln, trampeln. Es lohnt nicht anzuhalten und wirklich was sehen tut man ja tatsächlich auch nicht. Ja, scheiße. Ich hab einen Platten. Mist, Mist. Sowas jetzt hier in der Nacht ist natürlich richtiger Krampf. Scheiße. An dieser Stelle kannst du mir einen Riesengefallen tun und mal eben kurz auf den Abo-Button klicken. Das hilft mir sehr weiter, mehr von solchen Inhalten zu produzieren. Zudem, kleiner Hinweis, aktuell gibt es ein Gravelbike bei mir auf dem YouTube-Kanal zu gewinnen. Viel Erfolg! Eieiei, das ist schon hier eine taffe Angelegenheit. Hier ist wieder richtig schön. Oh, dieses warme Licht ist immer gut. Ich weiß auch nicht so recht, ob das hier alles sein muss. Irgendwie mag ja Herausforderungen. Als Stadtfahrer neigt man, glaube ich, auch oft dazu, sich so ein bisschen selbst zu quälen. Sei es die ersten Fahrten, wo der Hintern geschmerzt hat, und dann immer dieses Ding jetzt hier auf längere Distanzen zu gehen. Aber ich fahre gerade unterwegs zu sagen, durch diese Orte. Meistens ist es stockeduster, kann ich euch gar nichts zeigen. Und so richtig was mitnehmen, ganz hart gesagt, tut man dann ja auch nicht. Wenn man dann doch irgendwie ja pushen will oder ich pushen will, um dieses Ziel eventuell zu erreichen. Ah, naja. Und auf jeden Fall tatsächlich auch in diesem Moment den nächsten Gran Fondo voll. Wir haben 200 Kilometer in the books. Sprich, von den Gran Fondos gibt es jetzt nochmal zwei zu machen. Dann sind wir bei 400. Dann sind es ja nur noch 70 ausrein. Aber jetzt, ihr seht das jetzt, ist schon wieder sofort stockeduster. Essen. Ich muss was essen. Auf diesen alten Bahntrassen, auf der läuft es gerade richtig gut. Kommt gut voran. 24, 25 km/h. Eigentlich jetzt hier, weil es auch so ein bisschen Neigung nach unten hat. Aber ich merke einfach, ich kriege Schmacht. Und bevor ich, also wenn ich das schon merke, ist eigentlich schon scheiße. Dementsprechend wird jetzt mal was gefordert. Wenn ihr hier so eine Nummer seht, was denkt ihr da eigentlich? Denkt ihr irgendwie, keine Ahnung, interessant, würde ich auch gerne mal machen? Oder denkt ihr einfach nur bescheuert? Also ich denke gerade einfach nur bescheuert. Es ist 2:15. Wir sind irgendwo mitten in Belgien. Sitzen auf einer Mauer und ich esse Fritz Sticks, roten Hummus und so Salami-Stückchen. Bisschen was gegessen. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon meine Ersatzsachen angezogen. Mir ist so kalt. Das sind zum Glück, jetzt in diesem Fall wirklich mal zum Glück, Baumwollsachen. Baumwolle hält ja da doch auch ganz angenehm warm. Hoffentlich kommt da jetzt wieder Wärme. Boah, das ist gerade wirklich das Allerschlimmste. Das hätte ich niemals gedacht, dass mitten im Sommer eigentlich das Thema Kälte so ein Riesenproblem wird. Auch im Wetterbericht stand das nicht, stand nicht arschkalt. Es ist einfach so unglaublich kalt. Wir haben übrigens Frankreich erreicht. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Okay, weiter geht's. Schön ist es schon. Und die Sonne kommt langsam. Hinten im Rücken. Gleich ist sie da. Oh, da freue ich mich so sehr drauf. Die Nacht ist vorbei, die Sonne kommt. Hier ist auch richtig viel los. Auf dem Felsen sind hier eine Menge Hasen. Man hört ganz viele Hähne schreien. Oh.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben gerade einen sehr besonderen Moment. Wir haben jetzt wirklich die 300 Kilometer Marke geknackt. Der nächste Gran Fondo ist drin. Einen müssen wir noch quasi, also ich stelle mir jetzt so vor, falls noch ein Gran Fondo und dann noch mal 70. Gerade mache ich allerdings schon ein bisschen schlapp. Ich habe geguckt, wo das nächste Mal jetzt wieder, wo ich mal wirklich eine Pause machen kann, auch mal irgendwie in einen Café setzen oder so. Das ist krass, ey. Ich dachte die ganze Zeit, es ist okay, aber jetzt gerade baue ich ab. Seien Sie, was allerdings positiv ist, ich will immer positiv hier enden. Die Sonne ist da. Das tut schon richtig gut. Wenn ich jetzt hier stehe, friere ich mir nicht sofort wieder einen ab. Die letzten Kilometer war jetzt wirklich Kopf runter. Oi. Das geht schon ran. Mal Wasser, Kaffee und ein absolutes Riesen-Sandwich. Ich hätte es jetzt erstmal ein bisschen gegönnt. Dieser Kaffee gerade. Einfach so ein Schluck von einem warmen Getränk. Oh mein Gott, tut das gerade gut. 20 Minuten mal ruhig. Kaffee, Wasser, Sandwich. Tipptopp. Folgender Plan. 30 Kilometer nochmal pumpen bis zur nächsten Stadt. Ja, zeitig. 330 Kilometer, 19 Stunden 29 in 24 Stunden. Das wird nichts. In 24 Stunden haben wir 400, denke ich, voll. Aber ja, für mich stand wirklich im Kern, es überhaupt zu schaffen. Dementsprechend lasst uns weiterfahren. Seitdem wir in Frankreich angekommen sind, fällt auf jeden Fall eine Sache auf. Wir fahren durch sehr ländliche Gegenden mit sehr kleinen Dörfern. Jedes Dorf hat so ein bisschen einen eigenen Charme. Aber was richtig groß ist, ist eigentlich nicht bei uns halt. Auch die Stadt, wo wir gerade was gesnackt haben. Bin mal gespannt, wie lange das noch anhält. Die Autobahn. Das geht auch ein bisschen zu weit. Ich kann hier voll auf die Autobahn fahren. Das ist so eine Bundesstraße. Keine Ahnung, da fahre ich auf keinen Fall drauf. Also, auch beim Radeln. Immer auf die Route achten. Nicht, dass ihr da auf einmal, weil Komoot euch da hochschickt, auf die Autobahn auf einmal irgendwie sowas macht. Das könnte richtig gefährlich werden. Jetzt muss ich umplanen. Boah, das schmeckt richtig scheiße. Boah, das kann ich trinken. Das ist mir zu. Boah, nee. Muss ich kotzen. Ein paar Sachen sind auf jeden Fall mittlerweile mal relativ klar, Leute. Mir ist die ganze Zeit warm kalt. Ich würde fast sagen, das ist ein bisschen wegen Überbelastung. Dann dauert das alles doch noch mal länger hinten raus, glaube ich, als ich erst gedacht habe. Ansonsten, so all over, muss ich sagen, ist es allerdings okay. Ja, so, ich bin müde. Ja, ich habe meine Wehwehchen. Ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, das ist auch klar, nach der Distanz und der Zeit auf dem Rad. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich pfeife aus dem letzten Loch. Des heutigen Videos ist übrigens der italienische Brillenhersteller Out-Off und hier schon mal an dieser Stelle einen großen Dank Out-Off für die Unterstützung bei dieser Tour in Form dieser Brille hier. Das ist die Out-Off Bot 2. Und was so cool an dieser Brille ist, ist halt eben, dass sie ihr Glas verfärben kann und zwar ein großes Spektrum da sogar hat. Das funktioniert hier alles über diesen Sensor. Man muss die Brille einfach aufsetzen und wenn die Sonne scheint, ist das Glas dunkel. Wenn die Sonne weggehen sollte, hinter Wolken oder sogar es wird einfach dunkel, es wird Nacht, wird sie sehr, sehr klar, wird sie sehr, sehr hell. Ich habe dir diese Brille jetzt mal unten in der Beschreibung verlinkt. Klick da gerne vorbei, schau sie dir an im Detail. Vielleicht ist sie auch was für dich. Ich hoffe, dass ich dir hiermit natürlich auch helfen konnte. 400. 400. Vierter Gran Fondo. Oh mein Gott. Oi. Ich gehe gerade richtig am Stock. Komoot noch 78,8. Wir sind ja schon wieder am Berg. Ich muss auch sagen, das finde ich so anstrengend. Dieses hoch, runter, hoch, runter. Man kann überhaupt nicht. Und sind auch immer Kreuzungen. Also man lässt dann Berg runter kurz rollen. Da muss man in die Eisen. Und dann kann man auch schon wieder hier hoch. Musik.
wieder richtig dick eingepackt, Weste ist wieder drunter, längere Hose ist auch noch an. Die Pause ging jetzt leider auch länger, als ich eigentlich wollte. Ich wollte quick and dirty hier eben kurz was snacken. Dann kam jetzt aber dieser mega Regenguss und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt auch irgendwie dämlich, in den letzten Metern sich noch komplett nass regnen zu lassen. Jetzt springen wir aber nochmal auf. Es geht in die letzten 3 Stunden. Hört sich erstmal viel an, ist für mich gerade überhaupt nicht mehr viel. Ich will es jetzt einfach fertig kriegen. Das heißt auch wiederum, es ist eh sehr schwer, das möchte ich euch auch gerne erzählen, in Story und in Aufnahmen zu denken, während ich hier komplett auf dem Zahnfleisch gehe. Deswegen habt bitte Verständnis. Ich versuche jetzt den Kopf so gut wie es geht unten zu halten. Ab und zu euch noch mal kurz was zu sagen. Aber im Wesentlichen, Leute, lasst es uns angehen und hoffen, dass jetzt nicht noch mal irgendwie was passiert hier. Platten oder sonst irgendwie ein Scheißdreck. Sondern dass wir jetzt einfach wirklich die letzten 70 mit Zug runtergeballert bekommen. Danke, Komoot. Eine wirklich perfekte Rennradstrecke. Ist gut geteert. Ja, macht Bock. Ist geil. Ich wollte eh nicht schnell vorankommen, weil ich bin ja erst seit 27 Stunden unterwegs. Richtig, richtig gut. Das sind so Momente, ey, ohne Witz. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann ja nicht mal fahren. Oh. Boah, nervt das. Jetzt kann ich nochmal eine neue Route suchen. Top. Nachdem wir dann jetzt gerade zu Fuß von der Route wieder runtergegangen sind und einen kleinen Stunt an der Hauptstraße hingelegt hat, sind wir jetzt auf dem letzten Abschnitt angekommen. Nämlich auf einer Bahntrasse. Endlich mal wieder schön. Hier ist es ruhig, hier ist es grün. Es hilft mir runterzukommen. Willkommen in Paris. Hier ist richtig was los. Und wir haben es auch nicht mehr so weit bis zu unserem finalen Ziel. Ich bin so durch. Also egal ob mit dem Auto, Roller oder mit dem Fahrrad, hier gibt es nur eine Regel. Es gibt keine Regel. Der schneller ist, irgendwie klingelt, der schiebt sich durch. Die fahren ja alle wie die Wilden. Zum ersten Mal. Here we are. Ich bin ganz ehrlich mit euch, zwischenzeitlich habe ich nicht mal daran geglaubt, dass es funktioniert. Ich bin happy und unglaublich fertig zugleich. 484,6 29 Stunden 44 auf dem Rad. Oh mein Gott. So, nach kurzem Moment des Verschnaufens habe ich jetzt auch realisiert, was hier eigentlich Phase ist. Tatsächlich ist die Strecke geschafft worden. Ich bin gefahren von Köln bis Paris. Nicht in 24 Stunden, nein, aber ich bin das gefahren aus eigener Kraft. Und es fühlt sich natürlich gerade richtig gut an. Und als ich es nicht in 24 Stunden geschafft habe, ist mir völlig egal. Ich bin hier. In Summe bin ich sogar über 36 Stunden mittlerweile wach. Und im Endeffekt kann ich euch das auch nur mitgeben. Wenn ihr euch manchmal eine Herausforderung stellt, die wirklich richtig mies ist und man sehr aus sich rausgehen muss, dann wird es unglaubliche Höhen geben. Es wird auch sehr, sehr tiefe Tiefen geben, wo man mehr oder weniger verzweifelt. Das hatte ich heute auch. Aber wenn man sich dann durch das durchbeißt irgendwie durch diese Geschichte, dann am Ende das packt, dann fühlt man sich einfach nur richtig, richtig gut. Und man fühlt sich auch nochmal irgendwie gestärkt für alles Weitere, was jetzt auf einen zukommt. Ich fühle mich auf jeden Fall gestärkt auf alles Weitere, was jetzt auf mich zukommt. Mit diesen Worten möchte ich euch dann auch verabschieden. Ich bleibe jetzt hier mal noch kurz stehen. Wenn ihr noch andere Touren sehen wollt von langen Distanzen, Köln-Amsterdam, hier unten Hamburg-Berlin, wobei die Nummer hier nochmal ein ganz anderes Kaliber war. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, bleibt heile auf dem Rad und wie gesagt, geht manchmal aus euch raus, das schadet nicht. Macht's gut.